Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner und heute sprechen wir mal über eine Erkrankung, die sehr frustrierend sein kann, was ich von vielen PatientInnen durchaus schon gehört habe. Und ich muss einfach auch sagen, dass man da teilweise auch recht lange mit etwas zu tun hat. Es geht um die sogenannte Frozen Shoulder. Diese betrifft hauptsächlich Menschen zwischen 40 und 60 Jahren. Und kommt mehr oder weniger meistens so aus dem Nichts und geht dann mit einer immer weitreichenderen Bewegungseinschränkung und auch mit Schmerzen in der Schulter einher. Und dann fragt man sich als Patientin meistens, woher das denn überhaupt kommt, warum das jetzt so heftig ist, warum man seinen Arm wirklich fast gar nicht mehr bewegen kann. Und wenn es dir vielleicht auch so geht oder du kennst jemanden, den das so geht, dann ist dieses Video auch für dich, denn in diesem Video möchte ich ein Systematic Review, also eine Auswertung auf systematische Art und Weise von verschiedenen Studien einmal vorstellen, die sich angeguckt haben, ob denn zum Beispiel ein gezieltes Bewegungsprogramm dabei helfen kann, dass diese Symptome der Frozen Shoulder wieder weniger werden. Denn das ist natürlich, denke ich, das, was die meisten möchten, dass das Ganze dann doch auch recht schnell wieder endet. Schnell ist bei einer Frozen Shoulder immer relativ, also tatsächlich kann man damit wirklich auf jeden Fall über ein Jahr, aber teilweise auch noch länger etwas damit zu tun haben. Und deswegen ist es auch sinnvoll, wenn man schnell und entschlossen dann quasi dagegen interveniert. Und es gibt verschiedene Formen von Bewegungen, von Übungsprogrammen, die man dann teilweise auch bei der Physiotherapie, wenn man denn eine Physiotherapieverordnung bekommt, dann durchführt. Und manche davon sind eben mehr oder weniger gut untersucht. Und im Allgemeinen weiß man eben noch gar nicht so genau, welche Form von Bewegung denn bei einer Frozen Shoulder jetzt sinnvoll ist. Es wurde sich in diesen Studien generell aber jetzt erstmal angeguckt, ob denn überhaupt Bewegung oder körperliches Training zu einer Verbesserung führt im Vergleich zu einem Programm, was beispielsweise dann auf passiven Techniken basiert. Passive Techniken gibt es eine ganze Reihe. Es gibt manuelle Therapie, es gibt Elektrobehandlungen, es gibt Massagen, es gibt Lasertherapien, es gibt Wärmebehandlungen, es gibt Kältebehandlungen. Das sind alles sogenannte passive Maßnahmen, das heißt, man selber ist passiv, macht quasi nichts und ein Therapeut oder der Therapeut, die Therapeutin mit einem Gerät machen dann mit einem selber Sachen sozusagen. Und dem entgegen steht dann so ein bisschen der aktive Ansatz, wo der Patient, die Patientin selber etwas tun muss, angeleitet wird, Übungen bekommt, diese dann unter Aufsicht oder zu Hause durchführt. Und hier kann man jetzt erstmal festhalten, dass ein Bewegungsprogramm, ein Trainingsprogramm, was man für zu Hause bekommt oder was man unter Aufsicht durchführt, besser funktioniert als diese passiven Maßnahmen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir, wie gesagt, nicht genau wissen, welches Trainingsprogramm wir jetzt machen. Es können Dehnübungen sein, es können Mobilisierungsübungen sein. Der Unterschied ist einfach, bei einer Dehnübung bleibe ich länger in einer Position meinetwegen drin. Bei einer Mobilisierungsübung gehe ich nur kurz rein. Es können auch Kräftigungsübungen sein, die man macht. Da habe ich zum Beispiel persönlich in meiner Praxis auch gute Erfahrungen gemacht. Mit einer Kombination aus diesen Sachen habe ich auch schon ein Trainingsvideo auf diesem Kanal. Also wenn man dann, sage ich mal, Dehnübungen kombiniert, vielleicht mit Mobilisierungsübungen, mit einem Holzstab zum Beispiel oder mit einem Besenstiel schlichtweg und dann eben vielleicht auch langsam anfängt mit einem progressiven, also immer schwerer werdenden Trainingsprogramm, zum Beispiel mit so Widerstandsbändern oder auch mit Gewichten. Das geht auch quasi auf ganz verschiedene Art und Weisen. Und wenn man noch sehr starke Beschwerden hat, kann man es auch komplett ohne Gewichte erstmal machen. Da geht es dann darum, dass man einfach in den Schmerz auch leicht hineingeht, sodass man den noch ja, als leicht oder als mittel bezeichnen kann. Und dann macht man Bewegungen, die einfach wirklich schwerfallen mit einer gewissen Wiederholungszahl, 15 oder 20. Und wenn man dann da langsam besser wird, dann kann man anfangen, das Ganze mit einem Besenstiel auch noch zu machen oder dann eben mit einer Wasserflasche oder mit ganz lockeren Widerstandsbändern, Therabändern mit 5 Kilo Widerstand
zum Beispiel. Das sind Sachen, die ich ganz gerne anwende und die auch schon bei, ich sag mal nicht allen, aber durchaus bei den meisten der PatientInnen dann über einen gewissen Zeitraum zu guten Erfolgen geführt haben. Und was dich vielleicht auch trösten kann, ist, dass diese Frozen Shoulder auch teilweise von selber wieder besser wird. Es ist nur einfach dieser etwas längerwierige Prozess, wie gesagt, mehrere Monate, ein Jahr, noch länger, was dann durchaus auch deprimierend sein kann. Aber fest steht, aktive Therapie ist besser als passive Therapie. Welche aktive Therapie ist noch nicht so ganz sinnvoll und generell ist noch nicht so ganz klar, meine ich. Und im Allgemeinen wissen wir einfach, dass so ein multimodaler Ansatz mit verschiedenen Dingen, da können auch zum Beispiel dann Kortisonspritzen oral oder ins Gelenk hinein sinnvoll sein. Das sind Sachen, die einen dann wirklich nach vorne bringen und die du dann einmal ausprobieren könntest. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar, wie du so damit zurechtgekommen bist. Meiner Erfahrung nach ist es auch sehr sinnvoll, wenn man vielleicht seine eigenen Erfahrungen, wie lange das gedauert hat, was man alles so gemacht hat, mal mit anderen teilt. Also schreib es gerne in die Kommentare, da können bestimmt andere von profitieren. Mut machen wäre natürlich noch besser. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder.